Ich heiße euch herzlich willkommen in der Gedächtnisstätte Gutmannshausen. Ihr wisst, wir sind in Thüringen, von den Linken regiert. In Thüringen finden so einige sogenannte rechte Veranstaltungen statt, unter anderem parallel zu unserem Gästetag, wie ich diese Zusammenkunft in Anlehnung an der Gästewoche von Gerd, die er in Malaga und zuletzt in Ödenburg abgehalten hat, einfach mal genannt habe. Weil wir wollen hier nicht zusammenkommen, um zu trauern, sondern an Gerd in positiver Weise erinnern, ihn in unsere Mitte holen. Wir haben ihn auf einem alten, schönen Foto mit dem lieben Ernst Zündel zusammen. Er guckt uns an, ist in unserer Mitte, wie es in einem alten, schönen Lied heißt. Er marschiert im Geist in unseren Reihen mit. Kommen konnte und sicherlich bei uns gewesen wäre, Horst Mahler, Ursula Haferbeck, Wolfgang Fröhlich, um nur einige zu nennen. Unsere Gefangenen, für mich ganz, ganz wichtig, nicht nur aktuell mit Großdemonstrationen an unsere Toten, ne, den Herrn, den Kubaner aus Chemnitz oder den leicht rechts angehauchten vielleicht aus Köthen. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir diesem System, was so gerne mit den Finger auf Nordkorea, auf China, auf die Türkei, auf Syrien, wo auch immer hin zeigt, dass wir diesem System die Maske vom Gesicht ziehen und sagen, während ihr hier heuchelt und andere Staatsmänner oder Systeme beschuldigt, hier sitzt eine fast 90-jährige Ursula Haferbeck, weil sie Fragen gestellt hat im Knast. Und es ist eben nicht nur die Ursula Haferbeck und nicht nur die Republik Deutschland, sondern eben auch die Republik Österreich, wo so etwas stattfindet. Ich danke euch. Bis dann. Danke den Initiatoren dafür, dass sie
auch hier in der Bundesrepublik eine Gedenkfeier für den Gerd etabliert haben. Ich dachte, das wäre nur eine Provinzsache in Österreich, also in Ödenburg gehört er dazu, mehr oder weniger. Und ich bin sehr froh über die Initiative und dass das weitergeht, dass wir vielleicht noch länger an den Gerd erinnern können, durch einen Preis oder durch einen Gedenktag oder was uns sonst einfällt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameraden, wir gedenken eines Mannes, den gekannt zu haben, doch eine große Sache war. Nicht? Es gibt wenige Menschen, die so einen Eindruck hinterlassen, wie es Gerd Honzig getan hat und der auch so viel geopfert hat, sich so eingesetzt hat für seine Ideale. Gerd Honzig war Aktionist in jeder Hinsicht. Er war Aktivist bei Aktionen. Er war aktiv in der Partei, in der NDP dann. Er war vor allem einer jener Menschen, die von Anfang an erkannt haben, die beiden Hauptbedrohungen, die unserem Volk angetan werden, nämlich auf der einen Seite die biologische Gefahr, die Unterwanderung, die zur Vernichtung der Völker führen wird, und auf der anderen Seite die geistige Vorbereitung, die Umerziehung, die ja nichts anderes ist, als um mit Clausewitz zu sprechen oder Clausewitz etwas abzuändern, Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist. Das ist die Umerziehung, die den Boden bereitet, die unser Volk schwächt und erst anfällig macht für diesen Irrsinn, der uns heute ins Haus steht. Danke. Kameraden, dass wir heute hier sind, ist für uns alle eine innere Pflicht, denke ich, und auch für mich persönlich, der den Gerd
gar nicht so lange persönlich kennengelernt habe, muss ich sagen, war das ein unheimlich schwerer Schlag an dem Tag, als ich angerufen wurde und erfuhr, dass er nicht mehr auf dieser Erde lebt, sondern ab sofort im Geiste in unseren Reihen mitmaschinen wird. Und ich muss sagen, ich habe nur in diesen fast 40 Jahren, die ich jetzt aktiv bin, eigentlich nur zwei so schwere Verluste wahrnehmen können in mir drin, die dem ähnlich waren, was ich in dem Augenblick geführt hatte, als ich das hörte. Ich habe von meiner Seite aus dem Ganzen, was hier vorgetragen wurde, eigentlich gar nichts mehr zuzufügen. Es ist wirklich vieles Schönes schon erzählt worden über den Kämpfer, über den Dichter, über das, was Gerd uns gegeben hat. Und da möchte ich meine Stimme doch dann einem ebenfalls guten Kameraden leihen, der heute nicht bei uns sein kann, aber eigentlich auch genauso hierher gehört. Das ist der Wolfram Narrat, der euch alle herzlich grüßt und der mir ein Grußwort geschrieben hat, welches ich hier für ihn vortragen soll. Wolfram hat ein Gedicht geschrieben, Grußwort für einen Treuen, dem Kameraden. Gesunken nun die Fahnen an deinem Lebensmast, gegangen zu den Ahnen vom Leben ohne Rast. Die dich im Leben kannten, die wussten deinen Weg, die dir im Geist verwandten, sie halten inne, tief bewegt. Wir wollen die Fahnen halten, fehlt nun auch deine Hand. Wie auch die Stürme walten, wir stehen für dich, fürs Vaterland. Wolfram Narrat. Liebe Kameraden, es bleibt mir eine Ehre, Gerd Honzig als einen Kameraden kennen und schätzen gelernt zu haben. Sein Bekennermut, sein Schaffen, seine unerschütterliche Liebe zu Volk und Vaterland haben mich schon als jungen Mann tief beeindruckt. Gerd Honzig hat sich in seinem Kampf um Wahrheit und Recht Mächten gestellt, welche, ohne jedes Mandat und meist nur im Verborgenen wirkend, weltweit die Gewalt haben, ganze Staaten zu unterwerfen oder deren Völker in Kriege zu lenken. In diesem Sturm war er bereit, seine persönliche Freiheit und auch sein Leben zu wagen, sie für uns alle in die Waagschale seines Daseins zu legen. Dabei seine Frau treu an seiner Seite zu wissen, war für ihn ein Segen. Solcher Mut und solcher Einsatz für ein höheres Ziel, für ein übergeordnetes Ganzes, nenne ich wahrhaft titanisch. In diesem immerwährenden Streit noch die Kraft aufzubringen, auch sprachlich, auf höchster Ebene, als Dichter seinem Geist, seinem Glauben, seiner Überzeugung und vor allem seinem blutenden Herz so wundervollen Ausdruck zu verleihen, ist sein ganz eigenes und bleibendes Vermächtnis an die Zukunft seines Volkes. Hüten wir dieses Vermächtnis und sein Andenken. Wolfram Narrat. Des Weiteren auch einen ganz herzlichen und lieben Gruß von Pedro Valera, der auch nicht hier sein kann heute, aber mir vorhin noch geschrieben hat, dass er mit dem Herzen voll und ganz bei uns allen ist und natürlich auch bei Gerd. Dankeschön. Wenn sich die späten Nebel drehen, das war, die liebe Marlene, war sein Lieblingslied und ist an sich ein tief trauriges Lied. Aus der Erde tiefen Grunde. Nun drehen sich die späten Nebel. Sie kommen wieder. Ich bin stolz auf eines. Gerd Honzig und ich, wir hatten ein großes wechselseitiges Vertrauen und eine wechselseitige Hochachtung, auf die ich so stolz bin, dass ich schwer schildern kann. Aber gehen wir mal zum Praktischen über. Herbert hat ja das Leben geschildert. Da habe ich eine kleine Ergänzung, die ist wichtig. Ich denke also oft, wenn ich mein Abendspaziergang mache und an den Laternen vorbeikommen, da werde ich jetzt noch mehr als jemals an den Gerd denken. Das ist einer, den man nie vergisst. Ja, es ist für mich nicht ganz einfach, nach diesen zum Teil sehr großen Worten auch ein paar Erlebnisse
mit Gerd zu schildern. Bewusst ist mir, diese Ballade von ihm gehört zu haben, was ein ganz besonderes Erlebnis war in der Burg Kollenberg. Viktors Abschied. Zurück aus Russland flutet das Heer nach Deutschland in jenen Tagen. Da hat tatsächlich Salin nach Kämpfen schwer in jener Laune nach Wien verschlagen. Erst bot die Heimatstadt ihn fremd und leer, ihren Gesicht zerfurcht von tiefen Wunden. Und um den Stäfel lagerten sich her die Feuerfahnen, die den Kampf entzunden. Da aus den Weiber Kinder tief verstellt, er probt schon lang die Kellerluft zu wohnen. Und aus den Fenstern hatten schon geblickt, saß auf dem Abschaum dessen Zeit im Kommen. Dumpf hat der Paukenschlag der Schlacht geschallt, da Turbuschins Armeen schändend nahten. Und Todgewalt im Rand der Stadt verprallt, macht es sich breit Deutschlands Frontsoldaten. Und Viktor trennten von zu Haus nur eine Handvoll traute Liebergassen. Er bat eine kurze Frist, sich bitte aus, er bat diese Nacht ihn ziehen zu lassen. Des Hauptmanns Augen blickten voll Vertrauen auf ein paar Stunden Viktor gehen, okay. Doch sei zurück, wenn dann beim Tagesgrauen der Ivan angreift mit Ure. Er floh hinweg um eine spannende Zeit, um heimzukehren nach 100 Wochen. Kurze war die Frist, der Weg schien endlos weit, rings nur die Nacht und seiner Stiefel pochen. Toll dreist sein Lauf durch Straßen ohne Licht, wo Greifkommandos fahren geflücht gefassten. Um 5:12 sind noch getreu der Pflicht, ihn aufzuknöpfen in den höchsten Masten. Und der Verräter schon in Simmering, dem Feinde falsch entlängst entgegentraten. Den Weg hinweisend durch den unseren Rinn, da klopft er an sein Fenster außer Atem. Die Mutter hat zuerst den Schritt erkannt, da wachen sie im Dunkel hat gesessen. Und seine Arme haben sie umspannt, verheißen einen Augenblick vergessen. Und da sein Weib, es lag an seinem Hals, kein noch so kleines Lichtlein durfte scheinen. Kanonen röhrten schwer von ferne, als sein Lächeln sich verschmäht mit ihrem Weinen. Doch da sie nun heimgekehrt ihn dann geglaubt, hat ein Wort den schönen Traum zerrissen. Und jählings aller Seligkeit geraubt, in ein paar Stunden muss ich gehen müssen. Und als verronnen das geborgene Glück, und er begann nach seiner Ruhe zu sehen, da hielten Frauenhände ihn fest zurück, sie flehte leise, doch nicht fortzugehen. Noch ein paar Stunden und das Spiel ist aus, und alles Blut ist dann umsonst geflossen. Tauche unter in den Keller und harre aus, bis dieses Krieges letzter Schuss geschossen. Das Leben hat gelockt aus ihrem Blick, hat aus Verstecken ringsum gewunken. Er riss sich los jedoch nur um zurück, in eine Welt zu gehen, die schon am Versunken. So glaub doch, Liebste, dass ich gehen muss, schon warf er sich das Koppel eilig über. Und hielt umfangen sie im letzten Kuss, ein Weinen hat geschüttelt sie wie Fieber. Vor eine Waage stellt er, sah er sicher nicht, und hat Versuchung darum nicht überwunden. Sah keinen Weg als nun den Weg der Pflicht, blind für die Lockung dieser letzten Stunde. War fortgestimmt, noch ehe der Morgen kam, und seine Schritte hörten wir verhallen. Und war im letzten Nahkampf Mann an Mann, im Sturm denn noch am Tagesgrauen begann, beim Ringen um den Praterstern in Wien gefallen.